Ich komme. Uiuiui. Gut, dann stellt euch am besten schon mal hier so ein bisschen in die Nähe. So hier so. Ich versuche jetzt die Spinne da nochmal zu töten. Ja, wollen wir nicht wieder hier auf dieser Plattform stehen oder war es ungünstig? Ich versuche erstmal die Spinne zu töten da unten. Achso. Mit Heimlichkeit. Sind alle da? Ja. Go Alex, go, go, go Alex. Du bist unser Mann, oha! Was du nicht alles so kannst, oha! Die ist verwirrt. Die denkt sich, wer war das? Und die Große kommt jetzt auch langsam. Oh oh. Die geht weg. Oh, man kann auch O drücken und dann bei uns weit raus scrollen. O? Okay. Die Heimlichkeit hier geschlagen. Aber die ist doch gut angefragt, oder nicht? Bist du im Fight? Wie viel habt ihr denn noch? Ich bin jetzt im Fight, ja. Wie viel hast du noch? Hat der Spinner auch dabei? Da hinten irgendwo. Ja. Ich seh die noch nicht. Naja, ist die Frage, ob wir jetzt mit reinkommen sollen. Sollen wir mit reinkommen? Oder warte, geht's noch? Warte. Ich guck. Kann ich nochmal rausgehen aus dem Kampf? Ja, die Dicke ist jetzt auch dran. Okay. Dann kommt mit rein in den Kampf, ja. Oh, die ist gleich auf dem Netz. Ja. Dann die kritischer Fehlschlag. Wie? Wenn einer das Netz kaputt machen könnte, wäre super. Mit Feuer am besten oder einfach draufschießen? Einfach draufschießen, das hat nur 4 Leben, das Netz. Ich hab mit 3 abgezogen. Okay, na dann David nochmal. Nee. Nice. 43. Ja, Peter, kannst du den da einfach anschießen mit 3? Das wäre einfach chillig. Jo. Hast du sowas? Irgendwas? Also muss jetzt nichts Heftiges sein. Irgendwas, wenn man das nicht denkt. Oh, fuck. Schade. Ja, damit hat jetzt keiner gerechnet. Ach so, das Ding hat schon Eier erlegt. Okay, muss ich sagen. Die werden alle auf Usen, hast du gut gemacht. Und ich kriege mit einem Wand, Rundau. Ich will schon diesen Rundau-Kick machen. Also die 3 könnt ihr gerne mir überlassen. Ich versuch's mal. Was für ein 3er ist das? Alex? Das ist ja danach dran, ja. Ja, den großen auf jeden Fall, das wäre cool. Hier, Phasenspinne wäre cool, wenn die erstmal weg ist. Ja. Perfekto. Yeah. Ein abgestochen. Hammer. Sehr gut, Alex. Bleib einfach hier stehen am besten. Jetzt komme ich da unten natürlich obwohl. Ich muss mal ein Stück hin. So. Ah, nee, Schütze. Also, das sind die scheiß Spinnen. Perfekt, Jusen, vielen Dank. Einer. Kein Problem. Einer lebt noch. Kacke. Boah, ich kann nicht. Ah, ich komme mal dann die. Kannst du die kleine Spinne noch hitten? Nee, war. Nee, ich habe ja diesen Roundkick gerade. Ich will ja einen Feuerball auf die große Spinne machen. Die ja, ist doch unten, da triffst du doch gar nicht. Doch, den kann ich ja beschwören. Ja, dann, David, dann mach einfach dieses Feuer. Sonst, ich genüge Platz. Heiler ist ja auch noch dran, der kann ja die kleine Spinne hier fertig machen. Die eine. Heiler ist auch noch dran?
Ja, der ist ja gut, aber er braucht ja nicht einen. Ne, diese kleine Spinne vor mir halt noch, die ist halt noch am Start. Meine Frage ist nur, wo soll ich am besten hingehen? Einfach da stehen bleiben, Jus. Einfach stehen bleiben. Jusen, du musst immer dran denken, sobald ein Gegner vor dir steht. Ja, das Ding ist, ich weiß nicht, ob ihr jetzt irgendwo noch hinrennen wolltet. Ja, sobald ein Gegner vor dir steht und du wegrennst, kann der dich angreifen. Ja. Wenn du keinen Rückzug machst. Also immer stehen bleiben, wenn ein Gegner vor dir steht, bitte. So meinst du, okay. Nein, nee, kann ich überhaupt nichts machen, dann mach ich die Spinne weg. Gut, Pyleros, kannst du noch was mit der fetten Spinne da machen? Eigentlich ist ja auch tot. Was machen wir jetzt? Warten? Oder irgendwo hin? Ist halt die Frage, ob die Spinne hier vorne hochkommt oder übers Netz. Eieiei. Entweder geht Pyler ein Stück zurück, wenn er nicht schmarrn kann. Ja, aber du läufst nach vorne und kannst gucken, ob du irgendwas auf die Spinne unten schmeißen kannst. Ja, aber die greift an, ne? Die kann auch teleportieren. Mhm. Ja, na klar, aber sie kann auch zu uns teleportieren. Das verwandte ich jetzt vorhin nicht so sinnvoll, wo sie hingeht. Deswegen sage ich ja, wenn Pyler noch ein Stück zurückgeht. Ich würde halt noch ein bisschen Schaden drauf machen, irgendwie noch mehr spawnen. Ich habe einen Fettleck gemacht. Ist schon mal gut. Vielleicht spawnst du genau darauf gleich. Jetzt kommen die drei darüber. Ah, die spawnen doch jetzt bei mir. Ja. Deswegen. Weiger. Erstmal um die Kleinen, aber ich sag. Und das war halt der Grund, warum ich gerade da, wo ihr hinrennt, weißt du? Ne. Kann ich nochmal angreifen. Pass auf, du stehst, glaube ich, noch im Gift, oder? Ja. Du hast eigentlich. Du bist ja giftresistent, dachte ich. Ja, aber krieg trotzdem. Er kriegt dann nur halb. Halb. Nur halb so viel Schaden. Hotspeak ist mal hochspeak, geht doch. Oh, wieder drauf schießen. Geil. Soll ich das versuchen oder will einer von euch? Pfeiler vielleicht, oder? Mit unserem Feuerding am Netz. Aufs Netz aber, aufs Netz. Nicht auf das Vieh. Die Frage, ob Kälte. Ne, Kälte ist doch Feuer besser. Das Netz hat doch nur 4 Leben. Die ist doch mit einem normalen Bogen drauf. Du musst doch dafür deine Zauber nicht opfern. Aber er brennt den auch. Der macht da drunter noch Kälteschaden. Und wenn das Viech runterfällt, dann liegt es theoretisch auch obwohl das ist hier oben. Und das macht der Flächendamage, wenn ich es angreife. Alter, ich probier's nochmal mit Bogen. Vielleicht bin ich jetzt besser und krieg alles abgezogen. Nö. Das bleibt mir nicht sonst gewesen. Ah, du hättest dich auch buffen können vorher, Jusen. Ja, oder du hättest hier die Spinnen einfach alle smashen können. Ja, vielleicht greifen sie mich an. könnt ihr alle noch ein kleines Stück zurücklaufen? Also zumindest die, die es können, also meine Richtung zurück? Also, müsst ihr nicht, aber könnt. Ja, nee, wenn er wegrennt, dann greifen die ihn wieder an. Ja, kann ich weglaufen. Ich habe mich ja am Visier. Sonst hätte er jetzt Rückzug machen müssen. Anstatt anzugreifen. Und das mache ich trotzdem so. Ja.
Die Sache ist, ich würde eigentlich gerne nach da vorne schleichen, damit ich da Angriff machen kann. Ich würde lieber warten, bis er hochkommt. Die eine Spinne hängt, ist ja auch bestimmt drin im Angriffsradius, wa? Ja, direkt vor ihm, ja. Im besten Fall, Yuzu müsste eigentlich stehen bleiben, wir ziehen uns zurück und dann kommt die Spinne und dann können wir das anzünden. Weil ich glaube, jetzt kommen ja wieder die ganzen Spinnen rüber teleportiert. Oh, Crit. Hä? Warum hast du die andere? Achso, nee. Da hatte ich 100%. Achso, naja, aber die vor dir hätte, dann hättest du besser. Ja, hätte ich machen können. Beim nächsten Mal. Hab ich aber nicht. Weil ich bei der anderen 100% hatte, bei der anderen hatte ich nur 90. Achso, okay. Okay, dann ist er. Oh oh. Zwei Mal. Och nö. ja. soll ich sie erstmal. Nee. Mach erstmal Kampf rausstoßen. Erst buffen, dann angreifen. Und jetzt haut Rosa auf die Große. Ja, mach die Große erst platt. Aber noch ein Fettfilm sollte ich nicht runter machen, oder? Die kommt ja eher an. Die ist schon drinne, Pilot. Zünd die einfach an. Danke. Ich kann ja nicht drauf gehen. Mach ich meine stärkste Feuerattacke, die ich habe. Pilot hätte vielleicht Feuer angreifen sollen. Ah, Jusen, nicht immer weggehen! Ja, warum? Aber wenn er gleich Feuer macht, was soll ich denn machen? Mann, er macht. Mann, da Digga, da hinten! Achso. Oh, Jusen. Frag einfach vorher, Digi. Feuer. Genau. Ja. Wie gesagt, wenn du von Münster wegläufst, hitten die dich jedes Mal. Ja. Das war gerade unnötig 10 Schaden, die du kassiert hast. Das haben wir dir jetzt aber schon eine dritte Mal gesagt. Hey, das ist so heulen, mach das Beste raus. Pilot zündet Ding an. Also hinten lieber anzünden oder wirklich direkt treffen? Nein, zünd doch den Fettfilm einfach an, den hast du da jetzt gemacht. Okay. Mehr würdest du da wahrscheinlich nicht rumlaufen mit dem Fettfilm. Gar nichts gebracht. Gar nichts. Schön. Nee. Aber ihr Radius ist sogar drin, ey. Naja, also ja. Ich zieh mich weiter zurück. Vor dem großen Vieh noch mal dran. Hättest du aber direkt angreifen sollen. Ja, machen wir nichts. Kann man ja vorher immer nicht wissen, wenn der auch klappen kann. Oh. Das. Mega geiler Bug bei mir gerade. Ja, sieht mir gut aus, das Spiel. Okay. Nee. Man muss bloß die Kamera wieder frei regeln. Dann geht das schon. Toll, jetzt stehen die mir hier alle im Weg. Die kleinen Kackviecher. Mir wäre lieb, wenn irgendwas einer mit Feuer anzünden hat, der mal in meine Richtung kommt und wir die Viecher, die da vorne bei euch stehen, dass ich die mal irgendwie anzünden kann oder so. Ja, wir können aber nicht wegrennen. Okay. Weil die ja alle an uns dran stehen. Naja, ihr könnt aus dem Radius rausspringen, erst recht bei den Kleinen. Bei der Großen wäre natürlich schwer, wenn man direkt davor steht, aber bei der Kleinen, wenn du jetzt zum Beispiel in meine Richtung zurückspringst, dann sollte nichts passieren. Spring geht nicht nur Rückzug. Nein, springen geht, David. Ich hab's doch selber gesehen. Ich hab's vorhin ausprobiert. Ja, es kommt auf den Gegner an. Bei Minigegnern funktioniert's auf jeden Fall. Naja, ich habe 4 Springen geimpft. Naja, vielleicht kommt doch drauf an, wie weit man springen kann, ne? Jeder von uns kann ja anders weit springen. Gut, was soll jetzt die Taktik sein? Wir sind jetzt eh fast alle tot. Naja, wir versuchen die fette Spinne wenigstens. Also soll ich dich dran gehen und meinen stärksten Angriff machen, weil die rennt doch eh immer wieder weg. Okay, ich bin ein Hit müsste ich ja aushalten. Na, was hast du denn? Was ist da? Kannst du nicht einen Feuerhit einfach drauf machen? Die steht doch schon wieder in so einem Dings. Machen wir den Feuerhit wieder drauf. Die steht in Öl, genau. Ja, dann explodiert das mit. Okay, dann immer auf die Viecher direkt drauf. Okay, Arcana Schutz, nice.
Ja, natürlich, als alle um mich herum. Oh mein. Ja, aber du tust das gut weg. Oh. Ja, na, solange wie der Arkane Schutz gehalten hat. Oh fuck, Alter. Also ich brauche jetzt richtig Hilfe. Du brauchst Hilfe, ich und er ist dead. Ach scheiße, ja, das wird gar nichts mehr. Dann müssen wir eine ganz andere Taktik nehmen. Ja, ich war zu weit vorne. Alter, wie geil! Wir müssen noch mehr auf Ferne gehen. Wir sollten die Gegner noch weiter nach hinten locken. Oder ich sollte mal versuchen, ich kann ja Alex unsichtbar machen. Vielleicht sollte ich ihn mal im Vorfeld unsichtbar machen, dann kannst du viel dichter ranschleichen. Ja, stimmt. Kannst du ja auch. Alex, hast du ihn einfach weggetaggt, den Schlag? Ja. Yep. Oh. Auch nicht. Der hat jemand wohl blöd gewürfelt. Ist ja eh egal, was ich mache. Aber ich mache noch was. Ich habe Alex mitgegrillt. Oh. Ups. Ich sag, ist ja eh egal, was ich mache. Dann bin ich mit meinem Riesenschwengel gestorben. Bleib ich so. Also die Spinne ist heftig, ja. Eigentlich brauche ich jetzt nichts drücken, ne? Aber die einfach nichts machen. Okay. Die kriegen wir platt. Ich muss noch mal ganz schnell auf Toilettchen. Aber nicht alleine vorrennen, jetzt laufen wir mal gleich alle miteinander. Ja, ja, wir oder? Sprechen uns gleich noch mal ein kleines bisschen ab. Bin wieder da. Von den Pien, von den Viechern. Okay. Jetzt müssen wir erstmal wieder aus dem Lager raus, ne? Ja. Ja, sorry. So, dann zaubern wir mal einmal unsichtbar. Ja, warte mal bitte. Ich muss meine Zaubersprüche erst wieder sortieren, weil die waren beim letzten Mal noch nicht ganz so sortiert. Wir können ja erstmal schon mal hier vorlaufen, dann können wir es hier machen. Das haben wir, Fett haben wir drin, Luft habe ich drin. Den flammenden Speer habe ich drin. Ich sehe schon, das Viech gibt uns wahrscheinlich einfach nur einen Gifttrank. Ja, sowas richtig. Oder 15 Gold oder so. Den, oh ja. Kann ich den eigentlich nicht stacken? Müsste das nicht gehen? Aber ey, das sind die EP, das sind doch die EP. Die behalten wir ja nicht. Also doch, ja, wenn wir sie getötet haben. Ja, richtig. Deswegen machen wir doch den ganzen Bums. Nicht nur für den Loot, sondern für die Erfahrung. Oh, ey. Oh, du hast irgendwas gemacht. Achso, ich nicht. Nee. Ich. Shaolin sie. Aber ist nicht schlimm. Ist tragbar. Weiler, kannst du mich vielleicht einmal unsichtbar zaubern? Dann kann ich schon mal anfangen. Ja, sofort. Okay, ich mach erst, aber ich suche nur eigentlich den einen Zauberspruch. Ja, das kannst du doch währenddessen machen. Dann kann ich hier schon weitermachen. Dann müssen wir nicht alle auf dich warten. Sorry, ich bin ein Stück zu weit weg. Kannst du ein kleines Stück dichter kommen und usen kein Stück aus dem. Oder warte mal, stellt euch mal alle rein. Genau, das ist ein Umkreis. Nee, Jusen, genau. Bleibt mal so stehen. Nee, geht aber nur auf Alex. Aber es war ein Umkreis um mich rum, deswegen habe ich gedacht, vielleicht geht's auch für Alex. Jetzt noch unsichtbar? Nee, Pfeiler ist unsichtbar. Also bei mir leuchtet es. Hä, ich habe auf Alex gedrückt. Warte. Nee, jetzt. Bei dir stand kein Ziel. Ich hab's im. Okay. Jetzt läuft's, alles gut. Ja. Aber du siehst, wie der Timer runterläuft bei dir, Alex, ja? Links am Bildschirmrand bei deinem Charakter, da siehst du. Ja, ja. Ich glaube, jetzt ist schon weg. Oder? Ja, weil er geschossen hat, ist weg. Ja. Musst du mir sagen, wenn ich dich da rankommen soll und das nochmal versuchen soll. Aber ich muss halt genau an dir dran stehen, ne? Das ist halt ein bisschen. Feuer, Luft, Fett. Was habe ich denn noch? Alex, ich kann dir vielleicht nochmal einen Buff geben. Ey, warte mal, die ist jetzt hier gerade. Oh, die hat sich geheilt. Darf die das?
Ich bin ja nicht geheilt mit plus 5 einfach. Alex, ich habe noch eine Schriftrolle, die ich an dir anwenden könnte. Das ist nämlich Dunkelheit, die gibt dir 12 mehr Reichweite oder irgendjemanden von uns, an den ich die anwende. Oh, die, oh okay. Okay, wir kommen jetzt zu müssen wir dich daran gehen. Ja. Ja, wir sind jetzt im Kampf. Wir sind so weit zurück, wir sind nicht mal mehr. Ach doch, da ist der Boss. Boah, ich hab gerade. Meine Kamera war so blöd gedreht. So. Müsst ihr mir sagen, wie Fettfilm und sonst wie, ne? Bitte. Ah, ich hab nur 3? Mann, ich hab nur 3 Schaden gemacht, oder? Soll ich denn wieder die Fettfilme bei der Brücke auf beiden Seiten machen oder eher nicht? Nee, lass das mit dem Fettfilm. Was soll ich denn sonst erstmal machen? Vor David gehen und versuchen die Spinne da hinten mit dem Bogen abzuschießen? Ja, von mir aus sollte. Ja? Ich will den Zug halt nicht komplett verschwenden. 55%. Ich versuche mein Glück. Stück zurückgehen kannst? Nee, geht nicht. Nächste Runde. Oh, oder könnte man vielleicht da, wo gerade die Spinne draufsteht, die Spinnennetz kaputt machen? Hab ich probiert, ist 1 von 4. Ich hab nur 3 Schaden. Boah, also wenn noch jemand draufschießen könnte, das wäre nice. Na, jetzt kommt die aber hin. Weil es hier drauf. Ja, na. Oh, gut. Fehlschlag, alles gut. Bis wir die Dicke eigentlich erstmal ins Nirvana schicken. Ja, erstmal das Netz eigentlich. Okay, ja. Also ich würde es nicht schaffen. Also ich komme auch nicht wieder ran. Aber geh doch noch. Ne, ihr habt auf das Vieh gerade geschossen, nicht auf ja, das David. Ding. Na scheiße. Nee, ich wollte die andere Seite klicken. Ich wollte den Spell wegmachen. Es kommt drauf an, wenn Alex die da runterballert rechts, würde ich halt Jusen helfen. Ja. Helf du, Jusen. Ich versuch die hier runter zu. Ja, aber warte mal. Baller doch erstmal runter. Ja. Nicht schaffen. Jetzt. Okay, ja. Nice. Okay, nochmal. Mhm. Jetzt erstmal da. Also 2 von den 4 sind schon mal. Wenn ich einen Zauberspruch mache, dann treffe ich 100%ig Jusen mit, wenn er drin steht, oder? Ich darf mich nicht bewegen. Versuch sonst die Dicke da hinten zu machen. David, du bist der Heiler. Hör bitte auf, so weit nach vorne zu rennen. Das wäre echt geil. Ah, aber ich hab die. Ja, gut, ich hab die Spinne nicht platt gemacht. So, was mache ich, Leute? Ich könnte hier die Kleine bei Jusen angreifen, aber. Na, okay, ich mache erstmal die Kleine bei Jusen, oder? Ich hab 2 Kleine, ja. Ey, versuch doch die Dicke hinten noch ein bisschen zu downen. Ja, naja, aber soll ich mit dem Bogen drauf schießen? Oder eine dicke Attacke kann ich. Würde ich dafür nicht verschwenden. Das musst du wissen, Digga. Na, ich frag doch nur. Du hast deine Zauber da. Genau. Irgendwas, wo du halt zaubern kannst. Genau, aber ich wollte doch nur mit euch absprechen, ob ich Flächenschaden machen soll oder nicht, oder? Ne? Das ist ganz alleine deine Entscheidung. Genau. Nee, in dem Fall nicht. Wenn ich frage, dann will ich eine Antwort haben. Und nicht, das ist meine Entscheidung. Dann sagt, so, dann stecke ich euch alle in Brand und alle meckern mich an. Kannst du noch einen Schuss auf. Nee. Ich hab schon geschossen. Okay. Na dann bewegen oder Zugende. Genau, noch ein Stück zurück daher. Und die kommen jetzt halt auch zu Jusen. Dass sich der Fettfilm vielleicht auch gelohnt hat. Scheiße. Ja, natürlich. Ja, natürlich. So, jetzt muss David wirklich anfangen zu heilen. Ja, ist halt die Frage. Das Problem ist, wenn ich bis 11 heile, muss ich Jusen anfassen. Oder ich heile ihn nur bis 7 und dann kann ich es von der Entfernung machen. Ja, okay, näher kommen. Wie gesagt, ich kann, glaube ich, halt keine von meinen
größeren Angriffen machen, wenn einer im Weg steht. Dann fackel ich euch mit ab. Das bringt halt überhaupt nichts. Und das Problem ist ja, die kommen ja alle her. Das heißt, wir müssten uns eigentlich noch weiter, wo wir herkommen, zurücklaufen, wenn wir es irgendwie schaffen. Meine Frage ist, soll ich erstmal zu der kleinen Spinne hinrennen und die versuchen wegzukillern? Nee, eigentlich, es kommt drauf an. Nee, Yuzen ist der letzte von uns. Keiner von euch beiden kann jetzt noch hinter mich laufen, oder? Alex und David? Doch, doch, ich kann hinter dich noch laufen. Ich kann auch noch hinter dich laufen. Na, dann lauft mal so weit zurück, wie geht. Ich hab da erstmal 8 Schaden gemacht. Ja. Und dann so weit zurück. Das sind das 3 Spinnen, sind das, wa? Ja, aber lauft... Oder lass Yuzen erst zurücklaufen, dass er dir entgegenläuft, dass du ihn vielleicht noch heilen kannst. Nur so ein Stück hinter mir. Wenn Yuzen ja... Ich versuche jetzt eine kleine Jungspinne wegzumachen. Okay. Da ist ein Feuerball auf jeden Fall. Ja, aber den kann ich benutzen. Ich hab die magische Hand bei. Okay, und jetzt komme ich ein bisschen zu Shodinzi, oder was? So, eigentlich, wenn Alex so zu David mindestens zurücklaufen könnte, denn kurz vor den beiden. Also so. Also noch zwischen mir und den beiden, sag ich mal denn. Wenn Alex noch zurücklaufen kann. Also ich sag mal hier ungefähr. Ah, stimmt, fuck. Da ja. Nicht laufen oder so. Springen, scheiße. Springen funktioniert auch nicht, Baller. Ist vorhin doch gesprungen. Ja, aber aus der großen Spinne, nicht aus dem Radius von der kleinen Spinne. Nee, du musst aber Rückzug machen. Wo ist denn Rückzug? Ich sag's schon gar nicht. Das sind diese beiden Pfeile. Oh. Neben dem Schuh mit den Flügeln. Bei mir zumindest. Nee, du hast es nicht. Ja, okay, oder was? Mhm. Ja, warum kommst du denn jetzt schon wieder zu uns? Ja. Naja, wir wollen alle weiter zurück, immer weiter zurücklaufen. So, die kommen doch uns alle immer weiter entgegen. Wir müssen jetzt ein bisschen mal auf Entfernung spielen. Das ja, nee, ich muss nur gucken, dass wir müssen halt noch auf die Spinnnetze schießen, weil sie ist ja jetzt bis jetzt nur einmal runtergefallen. Ja, aber sie ist immer noch auf der Seite, wo das Spinnennetz kaputt ist. Dann wird sie sich gleich rüberporten und wird bestimmt nicht mehr aufs andere gehen. Ist so ja, meine. Aber vor und ja, wenn sie aber hier vorne steht und ich jetzt hier stehen bleibe, dann könnte ich vielleicht mal versuchen, diese brennende Kugel zu greifen, die da liegt. Digga, du hast aber nur noch 5 Leben, ne? Ja, deswegen würde ich mich jetzt eher heilen, anstatt groß was zu machen, sag ich mal. Vielleicht doch schießen. Schießen kann ich dann auch noch. Komm doch zu mir gelaufen, dann kann ich dich besser heilen. Aber du musst doch auch Yuzen heilen, oder nicht? Yuzen hat 20 Leben. Okay, aber ich kann nicht zu Yuzen laufen. Genau, dann kann ich dich nächste Runde heilen. Und ich schieß einfach auf die kleine Spinne hier vorne, ja? Genau, zum Beispiel. Oder soll ich noch versuchen, einen Fettfilm hier vorne hinzumachen? Bitte, Fettfilm ist gefährlich. Wenn sie jetzt wirklich hierher spawnen, wäre es hilfreich. Mach's mal bei der brennenden Kugel hin. Vielleicht geht das dann in Flammen auf. Die brennende Kugel kann ich außerdem bewegen, die ist von mir. Okay, aber ich kann die halt auch mit meiner magischen Hand bewegen. Die kann ich auch auf die dicke Spinne werfen. Ich kann sie kostenlos. Das ist wie ein NPC jetzt, den wir haben. Also soll ich jetzt... Die ist als letztes wieder dran. Okay, dann schieße ich jetzt mit dem Bogen auf die kleine Spinne da vorne. Nee, mach den Fettfilm zur brennenden Kugel. Jetzt schon, ja? Ja, naja. Okay, na, ich frag euch ja. Dann brennt der ganze Boden, ja. Genau. Am besten so hierhin. Ja, genau. Mittig davon, ja? Dann ist es aber fast in Yuzen dran. Was? Aber nur vor ihr? Naja, so würde er. Ein Stück weg, dass du kurz vor Yuzen. Ja. Weil wenn die fette Spinne jetzt spawnt oder zu ihm geht, dann steht er ja kurz davor und im besten Fall brennt. Ich weiß nicht, wo man... Ich mach einfach so. Ich glaube, ihr seid glücklich. Das war doch gut. Boah, wunderbar. Und die andere Spinne ist auch dead. Perfekt. Jo. Ja. Nice. Wenn die jetzt rüber spawnt, dann hat sie vielleicht auch nochmal so, jetzt Feuer. Jetzt lauf noch näher zu mir und... Achso, der ist Streaming schon wieder hinterher. Ich stehe direkt vor dir. Moment. Okay, oh, die brennen jetzt auch? Ja. Siehst du? Nice. Deswegen, wenn David auch nur die Kugel bewegen kann und die Dicke kommt trotzdem rüber und er kann die Kugel noch gegen die Dicke schleudern, das macht bestimmt auch gut Damage. Oh, sehr schön. Alter, jetzt aber, ich glaube, jetzt fühle ich's, Leute, jetzt fühle ich's. Mal gucken. Das ist die Frage, bleibe ich jetzt hier stehen und die kann die Kugel benutzen? Roll wieder zurück.
mal wieder zu diesem Feuerfeld da unten. Ja, genau. Na, weil ich mit der Kugel halt auch die Spinne jetzt angreifen könnte. Ja, du musst mich auch bitte heilen, ne? Perfekt! Genau passiert das! Mann! Naja, er war doch aber nicht dran, ne? Es war doch die brennende Kugel, die dran war, Digga. Konnte dich doch nicht heilen. Ja, ja. Aber. Warte, Benni, kann ich nicht heilen jetzt auf dich machen? Ja, könntest du eigentlich machen. Ich stehe auch im Gift, also mal gucken. Du bleibst doch liegen. Ja, denke ich mir auch. Ich hab nur noch drei. Cool, jetzt kann ich wieder angreifen. Okay, ich will nichts. Warte, ich heile mich erstmal. So, Juni. Und nicht rausrennen jetzt aus dem Radius. Aber die hat jetzt doppelt so viel Leben. Jetzt. Ja, ja, alles gut. Ich wollte sie jetzt angreifen und versuchen, eine blutende Verletzung zu geben. Ja, aber du musst auch nochmal geheilt werden. Also, du kannst, wenn du Pech hast, kommt drauf an, welche Attacke sie macht, kannst du mit einem Hit sterben. Du musst dich auch. Der Buff wirkt noch, ne? Der ist auch gut. Nein, nee, ich hab nicht mehr genug Bewegungsrate. Dann bleib ich hier und heile mich einmal. Ja, mach das. Habt ihr was zum Heilen? Guck im Inventar bei uns, wenn du Tab drückst. Ich pack dir drei rein. Okay. Kann gut sein, wenn du dich geheilt hast, dass du sogar noch angreifen kannst. Nee, nicht genug Reichweite steht bei mir. Na, okay, bist zu weit weg. Kannst du aber mit dem Bogen noch angreifen, oder nicht? Ja. Stimmt. Drauf schießen kannst du wenigstens, aber ist trotzdem nicht so optimal. Also du musst meistens so lange spielen, bis du unten vielleicht nichts mehr anklicken kannst. Genau. Auch wenn Springen noch geht, dann hüpfst du halt hin oder weg oder schubsen. Wow, Fehlschlag, hey, toll. Kannst du trotzdem noch springen oder so? Nee, ich soll ja hier bleiben, dachte ich. Na, du kannst ja trotzdem noch Richtung doch, Stückchen zu Alex, oder? Er geht doch. Nee, er ist im Radius, du hast recht. Ja. Gut. Also, du siehst es ja, Jusen, wenn du rausklicken willst und da ist so ein roter Balken zwischen euch beide, weißt du. So, Leute. Sag nicht, ja. Nur noch ich bin dran. Ich weiß es ja jetzt. Ich kann aber nicht so viel tun, wie es aussieht. Entweder heilst du dich. Das ist das Einzige, was ich noch tun kann, außer springen oder schubsen. Kannst du nicht irgendeinen Fernkampf-Zauber auf die machen? David hat mich gerade David hat mich gerade wiederbelebt. Da kann ich nichts weiter. Ja, na dann heil dich und lauf hier hinter irgendwie, dass die ein bisschen außer Reichweite. Kannst ein Stück, doch ein kleines Stück vorlaufen, dass wenn die eine Flächenattacke jetzt auf mich oder auf dich macht, dass wir nicht beide getroffen werden? Nun, oder ist vor die Gift? Nee. Oh, warte. Nein, ich kann da selber gucken. Ah, doch, vor das Gift. Ja, ein bisschen Gift ist ich voll, kann auch ein Stück hinter dich laufen. Ich kann auch fast bis zu Alex laufen. Hier, oder hier, in die Ecke. Ja. Dann hast du noch ein bisschen Stein zwischen dir. Ja, und du bist höher. Ja, genau. Oh. Höher geht nicht. Mal so super. Reicht doch schon. Ist auch mal. Ich muss die andere Ecke auch noch in Flammen setzen. Die kommen jetzt alle noch über das eine kleine Ding da. Wir müssen die anderen beiden sich ein bisschen weiter zu uns zurückziehen, damit das vielleicht noch. Ja, schade. Ja, geil, siehst du, aber wenigstens. Ist ja egal, die Kleinen, die kriegen wir ja platt. Ja, aber du müsstest wirklich da, wo sie spawnen, am besten nochmal so eine Lache machen, dann gucke ich mal, ob ich da mit dem Ball. Ja, aber die halten nur 10 Runden, jetzt sind schon 3 oder 4 rum, ne? Das müssen wir ein bisschen im Kopf haben. Diese Lavaflächen. Ne? Ja, ich würd Alex erstmal heilen. Heil dich doch erstmal. Nee, ich kann Trank nehmen. Also er kann dich heilen und einen Trank nehmen. Genau. Obwohl, das ist und dann ist wichtig, dass Jusen jetzt erstmal in unsere Richtung kommt und Alex dann vielleicht, wenn er kann, aber er steht genau in der Aggro von allen. Kann ich nicht. Kannst nicht über die vor dir drüber springen, dann haut vielleicht nur eine zu anstatt alle drei. User hat auch zu.
Kannst du noch in unsere Richtung kommen, Jusen? Nein, kann er nicht. Da steht ja wieder Ed vor ihm. Ich habe extra Rückzug gemacht. Dann geht's nicht mehr, oder was? Siehste, geht doch noch ein Stück, Alex. Ja, ist jetzt die Frage, ne? Einfach angreifen. Bist du bei Alex? Ah ne, ich weiß gar nicht. Wenn du den Rundumschlag machst, tust du dann... ich heile erstmal Alex. Alex, bist du als nächstes dran? Wie wär's? Die Spinnen sind dran und dann... Na, ich bin auch dran. Nach dir. Und dann die Spinnen. Und dann nochmal die Spinnen. Die anderen nämlich da unten, die geschlüpft sind. Die kommen dann auch dazu. Ja, aber ich kann hier nicht vorlaufen, sonst stehe ich wieder im Gift. Das heißt, mit Pfeil und Bogen. Ich würde halt eigentlich versuchen, so zwischen Jusen, Alex, so die nächste Fettfläche zu machen. Hoffe, dass Alex dann vielleicht im nächsten Dings so links, leicht links von ihm drüber springen kann. Ich würde das halt nicht so machen, dass du da nicht drüber kommst, sondern wirklich nur 2-3 Meter. Und vielleicht kann einer von uns oder auch Alex, mit der, wenn er noch diese komische Fackel bei seinen Tränken dabei hat, auch er vielleicht diese Fläche entzünden. Würde ich jetzt versuchen. Ich weiß nicht. Jetzt kann ich sogar meinen tierischen Begleiter rufen durch David. Aber würde auch wieder einen Zug bedeuten. Aber dann hätten wir noch einen Charakter mehr, der mit angreifen könnte. Ja, warum nicht? Oh, mein Ball ist weg. Ich frag euch. Also entweder so eine Fettfläche, wo jetzt zwischen Alex und Jusen, die fast an die andere Fettfläche angrenzt, aber ohne die beiden anzuzünden. Na doch, ja, oder einen tierischen Begleiter rufen und dann hätten wir, wenn ich die Krabbe zum Beispiel rufe, einen, der halt noch ordentlich Damage verteilt und sich sehr viel bewegen kann. Na, ich sag mal so, wenn wir das vorne jetzt noch in Brand setzen, weil gleich kommen nochmal Spinnen und wenn richtig, die da dann alle reingehen, dann sind richtig, die platt. Richtig. Das nee, dann würde ich das Fett da bei Alex hinpacken. Und Alex kann ja dann gleich rauslaufen. Ah, obwohl die Spinnen sind da. Aber egal, ja, aber die erwische ich mit. Schon mal da. Vielleicht erwische ich sogar beide mit, ohne Alex mit im Brand zu stecken. Müsste ich ausprobieren, deswegen frage ich euch ja, aber du bist gerade der Einzige, der antwortet. Wir haben noch zwei andere. Ja, Alex kann rüberspringen. Wenn du zwei in Brand steckst und die sterben, kann Alex die eine platt machen hinter ihm und dann rüber über das Feuer springen. Okay. Ich weiß halt nicht, ob das Fett in Brand geht, nur weil das andere Fett da drüben schon ist. Naja, obwohl, das könnte sein. Oh, das ist ja voll OP, dann kannst du es ja überall verteilen. Ja! Das geht ja mit Wasser auch, wenn du so Wasserfähigkeiten hast und dann Blitz drauf machst oder so. Weißt du, wie ich meine? Ja, stimmt, das stimmt. So, eigentlich, eine ist zu 80% drin, die andere zu 60%. Und Alex ist gar nicht drin. Sollte ja funktionieren. Naja. Und alle, die reinkommen, sind abgedeckt. Die können da nicht drüber hüpfen. Jo, brennt direkt. Nice. Und ich habe Alex nicht getroffen, oder? Ja, beide haben brennt. Nice. Mal gut. Und ich kann jetzt noch ein Stück laufen. Ja, pass auf, da ist überall Gift bei dir. Ja, ich bleib einfach stehen. Ja, klar. Gut, dass der Schurke so gut ausweichen kann, Alter. Ja, nein, und der ist schon auch ein Fehlschlag. Nice. Warum denn zu dir? Keine Ahnung. So. Aber weißt du, die steht auch schon gefühlt zu einem Viertel drin und brennt immer noch nicht. Kleine, miese, große Spinne. So, Leute. Was machen wir jetzt als nächstes? Lass das mal quatschen. David hat, glaube ich, die Agro. Er hat da die goldene Münze oder was. Konzentration der Göttin. Ja. Ich kann also halt gerade gar nichts machen, weil Feuer und Gift vor mir ist. Richtig. So, also ich könnte einen zielsicheren Schlagbuff auf die große Spinne machen. Vor du sollst ist heilen. Ja, meine kann doch viel mal heilen. Es ist jetzt vorbei mit heilen. Ich kann mich jetzt selber noch heilen. Das heißt, ich könnte halt nur einen Debuff machen und hier hinten weiter abhauen, weil die fette Spinne will immer noch auf mich. Also ich wäre dafür, dass, so wie David das sagt, David geht weiter nach hinten, Jusen geht auch weiter nach hinten.
Na, Jusen kann da stehen bleiben eigentlich. Nee, nee, weiter nach hinten. Ich mach hier den nächsten großen Ölfleck. Ich hab noch einen, Digga. Ich hab noch einen über. Ja, aber wir können ja den wir haben, jetzt erstmal nutzen. Und wenn er jetzt da vorne steht und die Spinne zu kommt, die wird direkt, wenn du da stehst, wo du stehst, und die anderen beiden gerade mal dahin kommen, wo du stehst, und wir beide vielleicht noch ein kleines Stück weiter zurückgehen und ich hier in der kleinen Enge noch einen Fleck machen kann. Die wird zu maximal Jusen oder Alex spawnen, die wirklich an der Stelle stehen, wo du stehst, und dann steht sie drin. Hundertprozentig, die wird nicht hinter uns teleportieren, würde ich wetten. Nee, Jusen soll ja stehen bleiben und ich hau einfach weiter ab, aber ich mache einfach einen Debuff auf, wenn ich heile mich. Die teleportiert sich doch über die Fläche drüber gleich. Und genau zwischen uns, das wäre der Abfuck überhaupt, Digi. Also soll ich nicht abhauen, oder? Aber Pyler, mach doch den Ölblock jetzt, wo du Alex, sag du mal bitte was. Was soll ich dann machen? Pyler, hörst Alex, du mich nicht? Ja doch, ich höre dich. Dann mach doch den Ölblock einfach da, wo sie gerade steht. Ich spring doch gleich weg. Sie kommt ja dann nach vorne. Aber es gibt doch mal meist so, wenn du einen Ölblock machst, nochmal so eine extra Explosion. Ja, na logisch, aber es kommen ja noch Eier da unten nach und hier sind auch noch ein paar Spinnen. Und wenn ich ja die Lücke zwischen dir damit zumache, müssen die da durch, wenn sie zu uns wollen. Und das ist doch die Sache. Deswegen ist Rückzug, finde ich, die bessere Taktik. Und jetzt lasst mal bitte so Alex sagen, was er denkt. Ja, nee, ich verstehe. Nee, du sollst zurückgehen, dass der Spalt kleiner ist, wo die ja, Sparta 300, Leute. Da will er den Ölfleck hinmachen. Richtig. Oder denkst du, Alex, dass man vielleicht noch was anderes machen kann? Also hier, okay, kann ich hier stehen bleiben. Die Frage ist ja, was jetzt die Spinne macht halt, ne? Richtig, also, aber Jusen, kannst du noch ein Stück weiter zurückgehen? Und wenn David seinen Zauber gemacht hat, meinetwegen David auch noch ein Stück weiter zurück und Alex, soweit wie er kann, vielleicht so, wo ungefähr Jusen steht? Ne, ich muss vorne stehen. Also richtig, wenn wir hier mir ist bloß wichtig, dass Alex da... Okay, er hat leicht doch Feuerschaden genommen. Alter, geht nicht. Aber hättest du nicht springen können, Alex? Alter, ein Deck. Nee, krass. Okay. Ich muss das ja mit Rückzug machen, sonst... Ah, okay. Ja, da waren noch die Spinnen. Drei Dinger an. Alles gut. Ja, wie gesagt, ich kann leider nur viermal heilen und dann ist vorbei. Schade eigentlich. So, Alex, wir können uns jetzt entscheiden. Später noch mehr Punkte, aber ich hab... Mach ich jetzt die Lücke vor dir zu oder nicht? Ja. Wenn wir Pech haben, teleportiert sie sich gleich hinter uns. Weil wir stehen so beschissen... Ja, aber die anderen kleinen Spinnen kommen von der anderen Seite immer noch und die können sich nur ein Stück teleportieren. Das heißt, die laufen dann auch durch dreimal. Also soll ich bloß das kleine Stück hier erweitern, ja? Und die steht dann zwischen uns. Einfach nur... Genau, da bleiben wir... Naja, so ungefähr hier so. Oh. Ja, ich muss auch die Lücke, wo die anderen kleinen unten sind, wo du warst, auch zumachen, sonst hüpfen die drüber. Hier so, ja. Quasi direkt in die Mitte, ja. Genau, vor Ort. Dann mach ich's halt. Ja, genau, perfekt. Und jetzt müssen wir eigentlich nur Jusen und Alex Plätze tauschen. Ja, natürlich können die sich. Ich wusste es doch, Mann. Ja, passiert halt. Fickt euch. Alter. Was? Ich bin sterbend? Warum das? Ja. Du hast gerade drei Hits abbekommen und das fette Viech, die hat dich angespuckt. Nee, die hat Jusen angespuckt. Ja, aber die macht Flächenschaden. So, ich könnte dich jetzt sofort wiederbeleben. Ist jetzt die Frage, ob das was bringt. Ja, mach mal. Ich hab noch einen dicken Heil. Naja, Alex ist nach dir eigentlich dran. Alex müsste sich bewegen können. Nee, Jusen immer so eine Wiederbelebung. Ah, nee, das ist eine Aktion. Aber ich komm nicht ran. Du bist ein Stück zu weit weg, leider. Kannst du nicht ein Stück vorher rangehen, rechtsklick und noch ein Stück näher kommen? Ja. Bitte? Dazu. Da komm doch einfach mal ein Stück ran an Jusen da, damit du Alex vielleicht heilen kannst. Ja. Hier ist blockiert, wieder in diesem Bereich. Ja, jetzt musst du noch ein Stück rüberkommen. Hier ist ein kleiner Hügel. Vielleicht zwischen euch. Weiß nicht, ob der ich das ist. Mal einen der Spinnen an. Ich Jusen. Kann eine angreifen. Ach ja, scheiße, Jusen kann sich nicht bewegen. Der kriegt einen Hit. Der muss stehen bleiben. Ja, oder angreifen. Ja, mach doch einfach da die kleinen Spinnen weg. Mehr kannst du ja eh nicht tun gerade. Cool. Ich hab Fehlstand, klar. Nee, jedes Mal, wenn ich auf dich draufstehe, steht da, hier ist blockiert.
Cool. Also, erst steht's da, also Ziel Jusen. Für Wiederbelebung auswählen. Ja. Kannst du aber noch die Schriftrolle Wiederbeleben nehmen? Die müsste ja irgendwo unten rechts bei dir drin sein. Wiederbeleben geht nur, wenn ich tot bin. Ich bin ja gerade im Sterben-Modus. Ah, okay. Ach so. Ja gut, nee, dann kann ich dich leider... Ja, okay, dann geht's ja bei David auch nicht an. Das heißt, wir müssen dich da erstmal liegen lassen und sie trotzdem weiter nach hinten locken. Oder? Na, macht jetzt die kleinen Spinner erstmal. Weil die sind jetzt durchs Feuer durch. Ja, nee. Aber David, eine. In dem Fall darfst du kleine Spinnen schubsen, wenn du willst. Direkt ins Feuer. Na gut. Jusen, kannst du noch ein Stück zurückgehen? Ich kann mich gar nicht, ich bin auf Zug beenden. Na, dann kann ich sie nicht alle wegstoßen. Immer noch, Digga. Wenn er sich bewegt, dann greifen die ihn an. Ja, auch das halt. Ich, wenn ich mit meinem Bogen kritte, dann kriege ich Zaubersprüche zurück. Ja, cool. Nice. Ja. Das hätte ich dir auch sagen können. Deswegen habe ich den Bogen ja gekauft für dich. Ja, aber das steht eigentlich nur, wenn ich eine Rast gemacht habe, kriege ich das zurück. Nein, das ist die Fähigkeit von dem Bogen. Einmal wenn du dir die mal durchgelesen hast. Einmal pro kurze Rast regenerierst du einen Zauberplatz, wenn dir... So, nee, ich dachte, wenn wir eine kurze Rast machen, kriegen alle nur Leben und ich krieg einen Zauberspell. Nein, wenn dir mit dem Zauberdieb ein kritischer Treffer gelingt, kriegst du auch einen Zauber zurück. Ja, das steht ja, ist ja auch klar. Auf jeden Fall bringt das was. Ja. So, Alex, du bist noch dran und dann ich. Mach bitte deinen Zug. Achso, ich bin dran. Ja, natürlich. Du wurdest ja wiederbelebt durch den zufälligen Zauberspell, wo ihr euch da gerade die ganze Zeit drüber unterhalten habt. Der hat dich wiederbelebt. Komm hinter mir. Nee, kannst du ja nicht. Macht was ihr wollt, mir ist es gerade echt vollkommen Rille. Ich rede hier gegen eine Dreierwand. Wie gesagt, es bringt denn nichts, ja. Was willst du denn? Ja, was sollen wir denn jetzt machen? Laufen können wir doch nicht. Nee, was ich machen will, ist halt, ja, wenn ihr laufen könntet, ihr müsstet beide einen kleinen Schritt zurückgehen. Können wir doch nicht. Immer noch. Geht ja nicht. Kann nicht zurücklaufen. Aber wie kann man denn angreifen, aber nicht laufen? Das verstehe ich am Spiel jetzt auch nicht. Ja, weil du weg... Na, ist logisch, weil du wegläufst, ist dein Rücken frei, dann greifen sie an. Ja, die haben doch jedes Mal, wenn du vor einem Gegner stehst, Peiler, und du weglänst, dann hat der Gegner eine Chance, dich anzugreifen. Ja, genau. Ja, logisch, ja. Das weiß ich. Wer sagt denn, wenn das die Chance passiert, wenn du jetzt, wenn du zum Beispiel sehr weit springen könntest? Tot, Peiler. Nach hinten. Ja, okay. Peiler, er ist tot. Ja. Es stehen vier Spinnen vor ihm, er kann nicht abhauen. Dann werde ich auch nichts machen können. Dann schieße ich jetzt mit dem Bogen, dann sind alle glücklich. Und dann doch, du kannst doch ja auch keine Spinne konzentrieren auf dich eigentlich. Jetzt laufe ich noch nach hinten und gut ist. Ganz close. Ah, scheiße. Gut. Hier, 4, 4, 6. Oh, eine von den kleinen konnte ich wegmachen. Kann ich die hinten angreifen? Alle 25%. Meine Variante wäre, um das Teil hier fertig zu machen und zu spielen, sie wirklich nach hinten und immer mehr in Fallen zu locken. Weil, wenn euch die umzingelt haben, auch wenn zwei Leute vorstehen und vier kleine Spinnen da sind, habt ihr trotzdem keine Chance. Und ich kann halt mit den Zaubersprüchen, die ich habe, was Fläche angeht, um sie irgendwo reinzuschubsen, runterzuschubsen, anzuzünden oder sonst wie, kann ich halt nicht wirken, wenn ihr alle dicht dran steht. Ja, das Problem ist aber, wenn die kleinen Spinnen sich zu denen hin teleportieren und vor denen stehen, können die nicht abhauen oder die Chance ist gering, dass sie ohne Schaden abhauen können und so laufen sie einfach nur weg und kriegen die ganze Zeit Schaden. Na, ich weiß halt nicht, wo es dran liegt. Wenn es Geschick ist, Alex hat ein hohes Geschick. Das sind teleportierende Spinnen, das ist das Problem. Dass die sofort bei uns sind. Digga, das ist unabhängig von allen Werten. Wenn ich von denen weglaufe, greifen die mich an und machen mir Schaden. Das ist in dem Spiel so. Nee, das ist nicht unabhängig davon. Umso mehr Geschick du hast, umso mehr treffen sie halt nicht. Das wird ja auch wieder im Hintergrund ausgewürfelt. Aber wir sind aber am Anfang noch und ich glaube nicht, dass... Ja. Ist ja egal. Wir machen die jetzt. Wo geht das? Kannst du Rundumschlag mal? Ah, ne, dann tötest du ihn, glaube ich.
Ja. Nee, Runde Aufstand geht nicht, aber ich würde dir jetzt aufhelfen. Da leuchtet es doch, aber wie geht das? Ich weiß nicht, irgendwie ist Alex jetzt halt blockiert. Vielleicht weiß ich nicht, weil er im Gift steht. Nicht genug Ressourcen, achso, deswegen. Na, guck doch bei uns im Inventar, dass du eine Schriftrolle. Du brauchst eine Aktion. Okay. Ach, das ist okay. Ich habe schon angegriffen, okay. Und Schriftrolle geht nur, wenn ich wirklich tot bin, Paella, nicht wenn ich im Sterbenmodus bin. Tippitoppi, wie gesagt. Jusen könnte ihn töten und dann die Schriftrolle benutzen. Ja, wow, danke. Ich glaube, wenn ich nicht sterbe, ich kann, konnte ich dich heilen? Geht das? Nein. Lauf weg, okay, wenn du noch kannst und... Nein, ich bleib hier, vielleicht greifen sie mich an. Super. Er kann nicht weglaufen, immer noch, Paella. Na, jo, doch jetzt könnte ich, weil sie nicht auf mich fixiert sind. Nee, natürlich. Wenn du weglaufen würdest, siehst du da diesen roten Pfeil. Ja, aber nur, wenn der Gegner auf dich konzentriert ist. Wenn er nicht auf dich konzentriert ist, dann ist es egal, oder? Immer. Immer, okay. Wenn du weglaufen willst und da ist ein roter Balken zwischen euch beiden, greifen die sich auf jeden Fall an. Ja. Tötet leider nicht, weil das nicht sofort, aber danach halt. Okay, jetzt schon. Ja, gut aus, Jusen. Oh, jetzt greift die zweimal an. Ich hab ein Leben. Oder? Hey, jetzt sitzt sie bei mir. Oh, es hat geleckt. Oh. Alter. Sind auch gut. Ich glaube, wir sind noch ein bisschen zu schwach für die. Naja, wir hatten jetzt das Problem, dass sie halt nicht zweimal da drauf stand. Wir hatten vorhin ja. Hat aber auch viel mit Glück zu tun. Ihr seid alle dead, ja? Ah, fuck, ich würde angreifen. Die Frage ist ja auch, wie man das verhindert, dass die Scheiße da spawnen, also diese ganzen kleinen Viecher. Ja, wie gesagt, vorhin hatten wir ja Vorteil, dass die halt gleich zweimal hintereinander gleich auf diese Dinger drauf. Können wir das Spiel nochmal laden? Ich würde mal noch gerne nochmal einmal was ausprobieren. Ja, macht mal. Dann gehe ich nochmal auf Toilette. Na, ich lebe noch, also warte mal kurz noch. Ja, ja, aber das Spiel lädt ja eh. Kann ja eh nichts mehr machen. Die laufen jetzt alles zu dir und du bist tot, oder dein Leben, was erwartest du? Ich hab direkt durchgehalten, weil ich da bin.